Diese läuft und ich begrüße euch alle herzlich zu diesem zweiten Webinar von Smartphone Entdecken, diesmal mit dem Timo Versemann, bekannt als der Netzteufel. Das Thema heute ist ja Umgang mit Hate Speech und Zivilcourage. Der Timo, der ist in einem Projekt, das da sehr, sehr gut reinpasst und hat auch ganz viele interessante Themen da auch zu besprechen. Zuerst vielleicht noch mal so ein paar Worte zu dem Webinar. Jeder ist natürlich eingeladen, sich auch mit zu beteiligen, Fragen zu stellen, dass wir auch in eine Diskussion reinkommen. Wir haben einen Chat, dafür gibt es einen Button unten, da kann man die Fragen auch reinstellen, wenn man jetzt kein Mikrofon bei Hand hat. Da werde ich die Fragen sehr gerne an den Timo dann auch weiterleiten. Und ansonsten, ja, zur einfachen Ansprache ist so das klassische Format bei solchen Webinaren, dass du gerne bei späteren Veranstaltungen biete ich dann auch wieder ein Sie an, wenn das denn gewünscht wird. Ja, ansonsten erstmal, Timo, herzlichen Dank, dass du heute Abend auch hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, erstmal so die Frage, Netzteufel, was ist das überhaupt? Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Ich bin Timo Versemann. Ich bin evangelischer Theologe. Also ich habe mein erstes Examen gemacht und werde mal Pastor werden. Und nach meinem Examen hatte ich das große Glück, statt direkt ins Vikariat gehen zu dürfen können, dass ich das Projekt Netzteufel an der Evangelischen Akademie leiten darf. Das vom Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert. Die haben 2017 gesagt, wir brauchen irgendwie noch irgendwelche Leute, die sich mal mit Hass im Internet beschäftigen, weil das ist irgendwie ein Problem und wir wissen auch nicht. Und da können doch mal ein paar Leute ein bisschen was ausprobieren. Und die Evangelische Akademie hat gesagt, ja, wir würden das gerne machen. Und ich bin hier in einem tollen Team, vor allem mit meiner Kollegin Christina, die ist Sozialwissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin, und meinen anderen Kollegen Christian Staffer, Heinz-Joachim Lohmann, Theologen, die schon lange in dem Feld von Diskriminierung, von Antisemitismus, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit etc. unterwegs sind, aber noch nicht so stark im digitalen Raum. Und das ist jetzt unsere schöne Aufgabe gewesen, muss man fast sagen, für 2 Jahre zu schauen, was gibt es da eigentlich auf einer inhaltlichen Ebene, wie kann man damit in Auseinandersetzung gehen, wie können pädagogische Formate sein, das Ganze irgendwie in die Breite zu streuen, und wie kann man sich vernetzen in dem Feld drin. Und das firmiert unter diesem leicht verwegenen Namen Netzteufel, der so eine schöne Spielerei ist, meines Erachtens, nach der Gehalt von Bildern. Also wir sagen ja immer, Social Media funktioniert über Bilder und wir können das alles nicht, aber wenn wir so in die Kirchen und Kirchenmalereien schauen, dann sind die voll mit verbildlichten Geschichten. Und das ist das, was uns irgendwie sehr stark interessiert. Was für Geschichten stecken eigentlich da drin, wenn Leute solche krassen Kommentare, solche diskriminierenden Kommentare äußern? Und was haben wir aus unserer christlichen Perspektive da auch gegen zu erzählen? Ich werde heute durch so ein paar Sachen dann durchspringen und habe ein paar Links, und die habe ich euch hier in den Chat auch schon mal gepackt, weil ich ja währenddessen da reingucken wollte. Und für alle, die es am Video nachträglich gucken, die werdet ihr dann hoffentlich in der Videobeschreibung finden. Hier ist ein Pad dazu oder die Links dann direkt in der Beschreibung. Tobias packt gerade noch den Link zum Genau, richtig. Kennenlernen-Padlet hinein. Ihr könnt euch alle auch gegenseitig vorstellen. Tobias und ich sind da drin schon zu finden. Herzliche Genau. Einladung, dass man auch irgendwie nochmal Der weiß. Gedanke, genau, da unterbreche ich vielleicht mal kurz oder ergänze eher, ist ja auch vielleicht, also entstehen ja aus solchen Webinaren ja auch im Nachhinein auch nochmal Synergien und auch Netzwerkeffekte. Und da finde ich es einfach ganz gut, wenn man von den Leuten, die das eben auch wollen, dann auch die Kontaktdaten hat. Und deswegen haben wir ein Padlet, das ist ein Ort, wo man eben auch sich so vorstellen kann, ja, eingerichtet. Und der Link, der steht jetzt auch in dem Etherpad und ich schreibe ihn jetzt auch nochmal für alle in den Chat, für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Ja, Thibaut,
Netzteufel, das ist erstmal ein sehr gängiger Begriff. Ich sag mal, mit was hast du in deinem Arbeitsalltag zu tun oder wie stelle ich mir deinen Arbeitsalltag vor? Sitzt du den ganzen Tag, ich sag mal, vor Facebook und kommentierst du lieb oder machst ein Dislike oder ja, wie sieht deine Arbeit aus? Wir haben sehr früh gesagt, dass wir zu zweit und selbst wenn wir irgendwie noch 10 Leute um uns fahren würden, irgendwie nicht das Internet retten können. Aber wir können irgendwie die Sachen zusammenschreiben, was es zum einen da gibt, weil wir glauben, man muss irgendwie genau hingucken, wo die Problemlage ist, bevor man antwortet und zum anderen irgendwie Informationen aufarbeiten. Und das haben wir am Anfang sehr strukturiert gemacht. Beziehungsweise am Anfang wussten wir gar nicht so genau, was gucken wir uns denn jetzt an, wenn wir wissen wollen, was ist eigentlich die christliche Begründung für Hass im Netz? Und dann haben wir irgendwie in die Welt reingerufen bei den Landeskirchen, was habt ihr denn so für Erfahrungen? Und dann kommt da erstmal wenig Feedback, wenn man so eine Frage ins Nichts reinwirft. Und dann haben wir aber zwei Bischöfinnen gefunden, Bischof Dröge aus Berlin-Brandenburg und Bischöfin Junkermann von Mitteldeutschland damals noch, die uns ihre E-Mails gegeben haben aus so dem Ordner vulgärste Schublade und dort konnten wir so eine erste inhaltliche Sichtung machen, was kommt da eigentlich bei rum und auf welche Seiten wird sich bezogen. Und das haben wir dann nochmal strukturiert für Facebook gemacht, in einem nicht allzu großen Umfang, aber schon für das Jahr 2017 von jedem Monat den meist interagiertesten Post von drei christlichen Seiten, auf die sich immer wieder bezogen wurde und haben da sogenannte toxische Narrative identifiziert. Wir nennen die toxisch, also giftig, weil wir finden, das sind Erzählungen, narrative Erzählungen, die Kommunikation vergiften. Und das Ganze haben wir auf unserer Seite zusammengestellt und als so eine kleine Studie dort veröffentlicht und ich gebe mal den Bildschirm frei. netzteufel.eh/toxische-narrative ist die Seite. Was wir dort gefunden haben, 2017 ist natürlich sehr stark Themen, die durch die Tagespolitik geprägt waren. Das ist zum einen der Frage nach gleichgeschlechtlicher Liebe und Lebensgestaltung, weil die Zivilehe da in dem Jahr eingeführt wurde. Also Homosexualität bedroht Gottes Ordnung, heißt es dann. Und da gab es 2017 halt sehr viel dazu. Und da haben wir versucht, das einmal zu beschreiben, um was es da dann inhaltlich geht und auch Fragen zum Hinterfragen in dem Ganzen gestellt, also um das Ganze theologisch so ein bisschen aufzurütteln und aufzugreifen. Und haben versucht, das auf unserer Homepage irgendwie aufzuarbeiten. Flüchtlinge unterwandern das Sozialsystem. Aus so einer christlichen Position heraus, man ist ja gar nicht gegen Geflüchtete, aber das sind alles gar keine Geflüchtete, sondern nur Wirtschaftsmigrantinnen. Und deshalb kann man irgendwie auch da gut vom Leder ziehen. Der Gender-Wahnsinn, also ein Kampfbegriff, unter dem sich sehr viel Antifeminismus, Antisexismus, Sexismus versteckt und allgemein das Narrativ, man befände sich in der Meinungsdiktatur, man kann ja gar nichts mehr sagen. Wobei die Aussage, man kann ja gar nichts mehr sagen, vielleicht schon das Gegenteil dessen beweist, dass das so ist, dass das vielleicht nicht ganz so ist. Und dann sind wir damit rumgereist, weil wir sagten, okay, jetzt haben wir eine Sammlung und können irgendwie damit mit Leuten ins Gespräch kommen. Und alle so, ja, das ist ja voll interessant, aber was nützt mir denn das für meine Arbeit vor Ort? Also das ist ja alles irgendwie theoretisches Blabla. So ganz überspitzt gesagt. Dann haben wir gesagt, okay, Challenge accepted, das ist irgendwie eine Aufgabe, die nehmen wir uns an und haben einen Offline-Workshop zu dem Thema gestaltet, weil auch wenn wir über digitale Lebenswelten sprechen, kann man darüber auch sehr gut ohne digitale technische Mittel sprechen, weil wenn man in Kirchenhäuser geht, in Jugendräume geht, dann ist die Ausstattung mit Internet etc. dann ein bisschen schwach, ja leider oft, und man schafft sich Komplikationen rein, die man gar nicht braucht. Wir haben deshalb einen sogenannten Hope Speech Workshop entwickelt, weil wir sagen, das Problem ist halt auch gar nicht zentral nur diese Emotion des Hasses, sondern die Konstruktion von Angstbildern. Also all diese Erzählungen, die wir da gerade hatten, haben eigentlich so Feindbilder heraufbeschworen. Und Angst im so einem Sinne von, man ist total ohnmächtig und man kann gar nichts dagegen machen,
ist das verbindende Element und deshalb ist auch nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen und alle müssen sich lieb haben und es gibt ja vielleicht auch gar keine Probleme. Nicht die Gegen- oder alternative Erzählung dazu aus unserer Perspektive, sondern die Frage nach Hoffnung, also die Frage nach Gestaltung und Gestaltbarkeit und auch irgendwie das zu benennen, irgendwie was schief ist und schief liegt. Und da würde ich euch gerne kleine Einblicke drin geben, wenn ihr darauf Lust habt. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wenn zwischendrin Fragen oder Ergänzungen sind bei dem wichtigen und auch komplexen Thema, einfach eine kurze Meldung und dann können wir da gerne noch drauf eingehen. Einmal vorweg, der Workshop und alles Material, was man dazu braucht, ist online auf unserer Seite und ist als freies Bildungsmaterial verfügbar, als sogenannte Open Educational Resource. Das heißt, es gibt irgendwie diese Website, wo man so einen Kurs durchklicken kann, was man irgendwie braucht, um den Workshop zu machen. Es gibt die Präsentation dazu und wir haben einen ganzen Ordner mit dem ganzen Material hier in so einem Cloud-Ordner drin. Das sind zum einen die Druckvorlagen dafür, zum anderen sind es aber auch die Rohdateien dazu, dass Leute den Workshop auf ihre Inhalte anpassen können. Okay. Und die Links, die sind alle in dem Etherpad drin, was du uns vorhin auch schon gezeigt hast. Ja. Super, klasse. Gut, suchst du gerade was? Ja. Oder wissen wir gerade nicht, wer dran ist? Jetzt bin ich da. Super. Entschuldigung. Das grundsätzliche Problem, dieses über Hate Speech reden, ist so, alle haben so das Gefühl, das ist irgendwie wichtig, aber was es genau ist, das ist dann so ein bisschen schwierig in der Definition, weil wir ja auch nicht nur über die Frage von Strafbarkeit und Nichtstrafbarkeit reden, weil sonst brauchst du da keine Zivilgesellschaft, sondern brauchst du ja Polizei und Staatsanwaltschaft da drin. Es gibt vom Europäischen Rat schon aus der Vor-Social-Media-Zeitalter eine Definition, die ist super unleserlich und ich bringe die eigentlich immer nur ins Spiel, um zu zeigen, wie unleserlich die ist. Und die sagt, Hate Speech sind alle Ausdrucksformen, die Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen auf Intoleranz beruhenden Hass verbreiten, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen. Und das eigentlich Interessante an dieser Definition ist, dass man sich fragen kann, ob die Aussage, ich hasse dich, nach dieser Definition überhaupt unter die Kategorie Hate Speech fällt, weil wir merken, okay, da steht zwar Hass drin, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Emotionen irgendwie. Wie emotional ist das? Und das haben wir irgendwie auch in unseren Studien festgestellt, dass diese diskriminierenden und auch super verletzenden Kommentare sehr wohlfeil daherkommen können. Können in so ganz höflich sein, aber doch irgendwie super verletzend und diskriminierend sein. Und zum anderen ist so die Frage nach der Dimension von Gruppe, die in der Definition sehr, sehr stark ist, halt in Ich hasse dich auch gar nicht zwingend drin. Deshalb bringen wir gerne auch einen anderen, auch nicht so richtig leserlichen Begriff ins Spiel und das ist die Frage nach gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das nicht, weil es irgendwie das schönere Wort ist, sondern weil es eine Perspektivverschiebung war, die durch die Sozialwissenschaft vor den letzten 20 Jahren so eingeführt wurde. Und die hat gesagt, das Problem ist irgendwie nicht, wenn irgendwie nicht dann erst, wenn Nazis durch die Straßen ziehen und den Arm zum Hitlergruß heben und Asylbewerberinnenheime anzünden, sondern das Problem sind die Einstellungen, die dahinter stehen, die in der ganzen, gesamten Gesellschaft verankert sind, die auch in uns stecken, vielleicht nicht so offen zutage getragen werden, aber das Ganze im Begegnen einen Unterschied macht. Wenn es nicht so ist, guck mal, die Nazis und die müssen raus und die gehören gar nicht zu uns, sondern die sind dazugekommen oder so, sondern das Problem sind irgendwie auch wir, weil wir irgendwie in der Gemeinschaft mit diesen Menschen auch kulturell und geschichtlich leben und deshalb das Ganze aber anders auch begegnen können. Und zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit werden dann so klassische Sachen wie Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Sexismus gewertet. Aber auch andere Perspektiven werden da angeguckt, wo man diese Frage, das gehört auch vielleicht ein bisschen zu uns und was wir so verinnerlicht haben, Abwertung von Arbeitslosen, besonders Langzeitarbeitslosen, halt irgendwie nochmal deutlich wird. Und da werden halt Menschen als weniger wertig erklärt, weil sie scheinbar oder wirklich zu einer Gruppe gehören. Und wir würden sagen, das ist eine Form, andere Menschen abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Und das ist eben gerade das, was wir in den Kommentaren dort immer wieder sehen.
Zur Abgrenzung vom Thema Hate Speech finde ich zwei Sachen noch wichtig. Das eine ist der Komplex Cybermobbing, Internetmobbing oder wie man es auch immer nennen mag, ist ein sehr relevantes Problem, gerade im schulischen Kontext, dass alle Personen sich auf eine einzelne Person einschießen und die fertig machen mit Hilfe von digitaler Hilfsmittel, also in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, oder sie verabreden sich durch WhatsApp-Gruppen. Und das hat aber eine Besonderheit, die darin besteht, dass die betroffene Person und die Täterin sich oft kennen. Also es ist so ein Nahbereichsphänomen. Und in diesem Nahbereich kann das Ganze auch begegnet werden. Und es ist ein Unterschied, wenn ich irgendwie auf Facebook mit Klaus Dieter aus Pusemuckel irgendwie mich am Fetzen bin, weil ich bin nicht so oft in Pusemuckel und deshalb kann ich mich mit Klaus Dieter nicht zusammensetzen oder mit einer dritten Person irgendwie darüber reden. Und es gibt coole Angebote dazu. Ein Beispiel davon ist youport.de, ist ein Träger aus Hannover, hat auf deren Seite zum einen die Möglichkeit, eine anonyme Sprechstunde oder Fragebogen für Jugendliche, Betroffene zu bieten. Die müssen da auch gar keine E-Mail angeben, sondern kriegen dann halt so ein Passwort, mit dem die eine Antwort auf ihre Frage holen können. Aber zum anderen machen die halt auch Multiplikatorinnen-Ausbildung mit und für Jugendliche, die dann auch in Schulen gehen und darüber sprechen. Und die andere Abgrenzung, die mir relativ wichtig ist, ist die Frage nach Shitstorms. Das ist lustigerweise ein Wort, wo wir im Deutschen Verständnis von haben. Im Englischen funktioniert das sprachlich gar nicht. Die haben da ganz komische Vorstellungen, wenn man von einem Shitstorm redet. Aber wir haben so die Idee, es sind so massenhaft gezielte Angriffe auf eine Person oder Institution, die begründet sein können oder nicht. Und die finden manchmal auch koordiniert statt. Also es gab ja die Enthüllung um Reconquista Germanica, so eine Gruppe aus dem Umfeld der identitären Bewegung, die gesagt haben, sich zusammengetan haben auf dem Spieleserver und dann gesagt haben, heute machen wir den Kinderkanal fertig. Und im Bereich Shitstorms findet auch manchmal Automatisierung statt. Das sind irgendwie dann die berühmten russischen Social Bots. Und bei Kirche wird aber sehr schnell ein Shitstorm ausgerufen. Also wenn man schon mal 10 Kommentare unter einen Beitrag hat, dann ist das irgendwie auf jeden Fall schon ein Shitstorm. Ich würde sagen, nee, weil da kann man schon noch was machen, wenn man mal 10 Kommentare über einen Tag auf einen Beitrag bekommen hat. Geht dann noch nicht die Welt unter und das ist was anderes, als wenn ich 500 Kommentare die Minute habe und es schon wirklich so ein bisschen so, okay, da kann man manchmal dann auch nur noch warten, dass es vorbeigeht. Und wir sind halt der Meinung, Hate Speech ist das, was alltäglich passiert und diese verinnerlichten Vorurteile ans Tageslicht bringt, ist das, was in der Kommunikation, in WhatsApp-Gruppen, in denen man drin ist, unter Beiträgen, die Freunde teilen etc. passiert und oft auch viel näher ist, als man sich das eingestehen mag. Und wir haben ein Offline-Tool dazu entwickelt, das haben wir Diskurs genannt, weil es so um die Diskursivität geht und aber auch das Dissen, also das Verächtlichmachen in Jugendsprache. Und es ist eine fiktive Social-Media-Plattform, weil es offen sein soll für unterschiedliche Nutzungserfahrungen, weil Jugendliche ganz andere Plattformen nutzen als wir nicht mehr so Jugendlichen. Und das ist hier ein Beitrag, den wir in unserem Diskurs dann miteinander besprechen. Das ist die Kirchentagspräsidentin Christina Austerau, die es damals beim Berliner Kirchentag noch war, 2017 ist wieder das Framing. Und sie hat in einem Interview gesagt, zwei Menschen, die sich lieben und vor Gott einen Bund beschließen wollen, kann ich mich als Christin nicht entgegenstellen. Ich finde, bei der Trauung homosexueller Paare sollten die Kirchen dazulernen. Und dann noch die Kontextualisierung, dass das auf dem Kirchentag gesagt wurde. Und in unserem Workshop fragen wir die Leute dann immer danach, schreibt mal für euch auf, was ihr eigentlich davon haltet. Wie würdet ihr diesen Beitrag kommentieren? Und ihr könnt das Ganze jetzt auch tun in diesem Padlet. Und zwar werfen wir dazu den Link nochmal in den Chat. Und könnt einen Kommentar auf diesen Beitrag verfassen. Ihr seht den dort im Padlet auch nochmal in groß. Und
Und Padlet hat die Möglichkeit, dass ihr jetzt anonym dazu schreiben könnt, was ihr wollt, und wir das aber auch sehen. Einfach mal den Beitrag durchlesen, mal kurz in euch gehen. Vielleicht würdet ihr dazu gar nichts kommentieren, wenn ihr es in Social Media seht, aber vielleicht doch. Vielleicht habt ihr eine differenzierte Meinung, wie Homosexualität finde ich jetzt doch irgendwie nicht so richtig. Oder ja, Trauung vielleicht nicht, aber die sollen schon sich selbst entfalten können. Oder I don't know. Da kann es ja sehr viele verschiedene Antworten drauf geben, und es ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, vor allem wenn man den Blick auf die globale Christenheit und die Ökumene da wirft. Das ist der erste Beitrag. Homosexualität ist Sünde, Adam und Eva und nicht Adam und Bernd. 1,11 groß geschrieben. Ich würde fast die These aufstellen, dass es die Imitation ist, mit der betonten 1 in den Ausrufezeichen. Also sind jetzt alle herzlich eingeladen, einfach auch das im Padlet auch mal zu kommentieren. Kommt dann wieder die Frage nach der wörtlichen Interpretation der Bibel und darauf anspielen die Frage nach, trägst du eigentlich Mischgewebe? Ist auch Kontext von dem Geboten irgendwie so drin. Das ist heute mal ein Experiment, das irgendwie so hier auf der freien Bühne zu machen. Und dann entspinnt sich darüber eine Diskussion über das Mischgewebe. Wir machen diese Einheit vor allem, um dass die Leute irgendwie für sich mit einer Position da reingehen können, die nicht unbedingt ist, ja, happy clappy, alles easy oder so, sondern ich habe vielleicht irgendwie eine komplexere Meinung und ich will mir die vorher auch mal selber überlegt haben, bevor ich in einen Gruppenprozess irgendwie dazu reingehe. Was wir dann nämlich machen mit den Kleingruppen, in die wir dann hineingehen, ist die Frage, da reinzugeben, basierend auf den Kommentaren, die man dann da so in der freien Wildbahn sieht. Die sind sowas wie, die Frau haut ja einen nach dem anderen raus, wie man so umgangssprachlich sagt. Kann man Christ sein, ohne dass man sich an die Bibel hält? Meine Antwort darauf ist nein. Kommt als nächstes dann die Aussage, dass wir und die Muslime denselben Gott haben und dass viele Wege zur Erlösung führen, steht wahrscheinlich alles in der Bibel 2.0 Interreligious Edition. Natürlich mit dem Siegel Extremely Genderproof. Oder dieser Bund besteht vor Gott nicht, da die Homosexualität von ihm abgelehnt wird. Homosexualität ist keine natürliche Verbindung, sondern die Ablehnung der Schöpfung und das auf ganz niedere Art. Und Antworten darauf sind,
Homosexualität ist keine Mutation, die etwas Besseres hervorbringt. Im Gegenteil, die Fortbepflanzung wird dadurch eingestellt. Der Fortbestand der Art ist nicht mehr gewährleistet. Solche Wesen selektieren sich somit selber aus. Logisch, nicht ideologisch. Darauf kommt dann die Frage, wenn es so wäre, dürfte es die Homosexualität seit langem nicht mehr geben. So ist es aber nicht. Der Prozentsatz in der Bevölkerung ist sogar ziemlich stabil. Wie erklären Sie das? Und unten auch noch Ausdrücke wie, ich liebe meine Katze auch sehr, bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen, sie zu heiraten. Das sind tatsächlich echte Kommentare, die wir auf Social Media bekommen haben. Wir haben die in diese fiktive Plattform getan, das unabhängig zu machen von dem Medium, wo sie gepostet wurden, weil man sonst immer nur über das Medium spricht. Und für uns sind die Inhalte spannender als die Orte an der Stelle, an dieser Frage. Und nehmen diese Kommentare, die schon auch relativ intensiv sind, in Kleingruppen und fragen da drei Fragen, die sie miteinander besprechen sollen. Das eine ist, kennt ihr solche Kommentare? Was ist das Problem an solchen Kommentaren und wie kann man darauf reagieren? Und das würde ich auch gerne in euch jetzt die Frage stellen. Kennt ihr solche Kommentare aus Online- oder Offline-Kommunikation? Also Online sowas wie Facebook, WhatsApp, Instagram, aber auch offline wie Schule, Freunde und Familie. Und das kann thematisch sein, das kann aber auch die Form sein irgendwie dessen. Ja. Kennt ihr solche Kommentare? Ich würde die Runde gerne öffnen. Ja, also ich fange gerne an, da ich ja auch die Facebook-Seite vom Fachbereich Erwachsenenbildung, Familienbildung verwalte. Natürlich, ich kenne solche Kommentare. Überwiegend bei Veranstaltungen, ich sag mal, wo Muslime auch mitwirken. Da ist immer sehr großer Andrang da, zu argumentieren, warum da jetzt eine Frau mit Kopftuch auf dem Bild ist und ob die jetzt hier irgendwie muslimischen Bräuche in die Kirche mit reinträgt, ob unser christliches Land jetzt islamisiert wird und so weiter. Also ja, die sind nicht unbekannt. Und es wird dann natürlich auch argumentiert mit, ich sag mal, Halbwissen aus der Bibel oder eben aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten oder Bibelstellen. Denn schließlich steht es ja in der Bibel drin, dass es eben so nicht sein darf oder anders sein muss. Ja, aber ich gebe die Rückmeldung jetzt auch oder die Frage gern auch mal an die anderen weiter. Simone schreibt, mir ist nicht ganz klar, sollen wir unsere ehrliche Meinung sagen oder kontroverse Meinung simulieren? Ich glaube, das war jetzt noch verspätet auf den Diskurs. Da ging es eigentlich um die ehrliche Meinung. Möglicherweise erklärt es auch den ersten Kommentar von eben. Ne? Ja. Wobei ich jetzt mit dem ersten Kommentar eine Meinung simuliert habe und nicht meine persönliche Meinung geäußert habt mit Adam und Bernd. Aber gerne könnt ihr jetzt auch die besagte Frage jetzt auch über den Chat beantworten, wenn ihr jetzt keinen Zugriff aufs Mikrofon habt. Ansonsten würde ich sagen, wenn dem nicht so ist, machen wir weiter, Timo. Okay. Dann gehen wir vielleicht einfach auch kurz hier ein bisschen inputmäßiger durch und kommen nachher noch zu tollen Tools. Und was dann noch besprochen wird, ist die Frage nach den Problemen in solchen Gruppen. Und wir machen das auch mit Jugendlichen und die haben alle sehr stark ein Gefühl, was das irgendwie mit einem selber macht und mit der Gesellschaft etc. Und wir kontextualisieren das dann noch so ein bisschen mit dem, was wir so 5 Strategien nennen, die wir da drin finden. Und zum einen ist es diese Form von Emotionalisierung. Alles ist immer super krass. Es geht um alles und deshalb ist irgendwie auch jedes Mittel der Wahl in der Kommunikation erlaubt. Das andere ist diese klassische binäre Teilung irgendwie. Wir gegen die, wir Normalen gegen die Homosexuellen, die nicht normal sind. Und ich glaube aber auch, eine Falle von dieser Logik kann sein, wenn man reintappt in die, ja, das sind ja die Homophoben und wir sind es nicht und wir sind ja sowieso viel besser. Da darf man sich selber irgendwie auch nicht komplett frei machen vor den Mechanismen dafür. Und wir begreifen
die Module schon auch als so eine selbstkritische Reflexion, wie verhält man sich eigentlich mit seinen eigenen Kommunikationen. Wortneuschöpfung ist so ein klassisches Beispiel hier. Die Bibel 2.0 Interreligious Edition kommt so im Duden nicht vor, ist witzig gemeint, man weiß es nicht genau, ist auf jeden Fall so eine Form von Niveau-Limbo. Also es geht dann immer noch so ein bisschen flacher und da kommt irgendwie dann auch einiges, was unter die Gürtellinie schlägt. Was wir auch da drin sehen, ist diese Form von Themenhopping, aber die Flüchtlinge ist irgendwie so in verkürzt beschrieben, das Mechanismus davon. Wir müssen scheinbar immer wieder über Themen sprechen, obwohl wir sagen, das sind gar nicht die gesellschaftlich relevanten, aber irgendjemand wirft sie immer wieder ein oder Leute werfen das immer wieder ein. Und wir erleben auch über alle Kommentarbereiche hinweg diese Dynamik der Entmenschlichung. Also, dass da von Wesen in Anführungszeichen gesprochen wird und in einer ganz niederen Art. Das führt auch in der Kommunikation sehr, sehr schnell dazu, dass es immer tiefer geht. Und die Frage ist, wie man darauf reagieren kann. Und wir stellen das in den Gruppen und die einen sagen dann, ja, man muss nur gute Argumente bringen. Und die anderen sagen, ja, nee, das muss alles weg, das gehört alles verboten. Und wir finden eigentlich diese feinen Nuancen, die zwischen diskutieren und melden Anzeigen liegen, das Interessante. Und da kommen eigentlich immer auch aus den Gruppen schon sehr viele Erfahrungen, weil alle Menschen irgendwie mit Konfliktbewältigung und lauten Schreihälsen Erfahrung haben. Und die Leute, die das online tun, die lernen auch oder zentral von den Leuten, die das seit sehr langer Zeit in Offline-Dimensionen erprobt und weiterentwickelt haben. Eine Form ist halt das moderierende Eingreifen, zu sagen, hier gelten bestimmte Umgangsformen. Wer sich nicht daran hält, der fliegt raus oder der wird dann auch gelöscht und das ist noch was anderes, als einfach kommentarlos was zu löschen. Und Studien zeigen, dass wo frühzeitig moderierend eingegriffen wird, diese Diskussionen nicht so stark eskalieren. Eine spannende Frage ist die Frage nach der Ironie, wo grundsätzlich das Problem ist, schriftlich vermittelter Humor kommt auf der anderen Seite wahrscheinlich nie so an, wie sie eingegeben sein wollte. Das Problem B, wenn mein Gegenüber das Gefühl hat, ich mache mich über den lustig, dann werde ich mit denen auf jeden Fall nicht mehr auf den grünen Zweig kommen. Aber wir erleben, dass dieser hehre Anspruch, dass man immer ganz ernst und sachlich und aufgeklärt sein will, dazu führt, dass viele Leute verstocken, richtig hart werden irgendwie so da dran, weil sie auch gar nicht mehr wissen, wie man darauf reagieren kann, während die andere Seite sich aller untersten Schubladen bedienen kann und die Form nach einem feinen Humor schon eine wichtige Frage ist. Ignorieren ist durchaus auch ein Modus, den wir de facto betreiben, weil wir nicht die ganzen Sachen, die im Internet stehen, die ganze Zeit damit interagieren können. Also wir könnten das, aber wir haben gar nicht die Zeit und die Ressourcen dazu. Und deshalb ist bewusstes Ignorieren, nee, auf das lasse ich mich nicht ein, aber ich habe irgendwie vielleicht mein Thema oder ich habe meine Seite, wo ich irgendwie nicht schweige. Das kann eine Strategie sein. Ganz zentral ist auch das Rückfragen, also dass man versucht zu verstehen, was ist eigentlich bei dem Gegenüber da los? Meint er das wirklich so, wie er das geschrieben hat? Vielleicht schriftliche Kommunikation kommt es bei mir auch drastischer an. Und es kann die Möglichkeit für einen Gesprächseinstieg eben gerade auch sein, dass man Rückfragen stellt. Aus einer christlichen Perspektive finde ich Solidarität zeigen, sich zu solidarisieren, sehr, sehr wichtig. Weil wir immer verlockt sind, dahin zu schauen, wo es irgendwie ganz laut ist. Das ist ja irgendwie diese kommunikativen Dilemmata, in denen wir immer drinstehen. Aber und dann reagieren wir auf die Leute, die da so rumschreien. Wir gucken aber nicht dahin, dass da jemand gerade verletzt wurde. Eine konkrete Person, eine potenziell betroffene Person. Und wir können auch genauso gut mit dieser Person Solidarität zeigen. Und die christliche Platin-Klasse ist dann vielleicht die paradoxe Intervention, die Frage nach, wie kann denn Feindesliebe online eigentlich funktionieren? Also wie kann ich kommunikative Spiralen der Eskalation auch aufbrechen und das Unwahrscheinliche tun und es auf den Kopf stellen, ohne einfach nur schlecht lächerlich mich zu machen oder meine Kommunikation da drin zu machen. Und ich stelle gern die provokante These, ob wir nicht manchmal auch Themenhopping betreiben müssten, sollten und sagen, wenn gesellschaftlich relevante Themen, sei es
Wohnungspolitik, Sozialpolitik, Klimawandel nicht besprochen werden, obwohl wir das Gefühl haben, dass sie dringlich sind, müssten wir nicht manchmal ausschreien. Aber der Klimawandel, wenn wir mal wieder in Diskussionsschleifen sind um Themen, von denen wir das Gefühl haben, da kommen wir jetzt gerade auch gar nicht weiter. Sich zu positionieren ist auch noch eine Form zu sagen, halt, stopp, ich sehe das anders. Ich habe aber gerade keine Zeit, keine Lust, mit dir zu sprechen, aber ich lasse das nicht so unkommentiert hier stehen. Und melden Anzeigen bei strafrechtlich relevanten Inhalten oder Sachen, die gegen die Plattformlogik verstoßen, natürlich auch. Und es kommt irgendwie sehr viel aus der Gruppe und irgendwie ist so verborgenes Wissen da, aber auch noch nicht so richtig, was mache ich jetzt damit? Und das Schöne an dem Offline-Format ist, dass wir da ins Basteln gehen können mit den Leuten. Und dann haben wir nämlich immer so ein Köfferchen dabei. Das ist mal hier richtig rum. So ein Schraubenkoffer aus dem Baumarkt. Und dort haben wir versucht, diese kommunikativen Mittel abzubilden. Und zwar gibt es dann so ausgedruckte Bildchen, die die Frage nach dem christlichen Gehalt und den Themen und unserer Kommunikation aufgreifen. Es gibt die Möglichkeit, Kommentare zu verfassen auf so Blanko-Kommentaren. Es gibt sehr viel Glitzer da drin, was sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene funktioniert. Also Glitzerfolie, Glitzerpulver und Glitzerkleber. Aber auch die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, die Möglichkeit auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn ich zensiere, ganz unsichtbar mit einem Korrekturroller oder mit einem dicken Textmarker. Und was ist eigentlich unsere normative Grundlage? Also das Grundgesetz, ich habe leider keine Bibel, die da reinpasst. Das sind so Sachen, die wir den Leuten spielerisch mit in die Hand geben und ihnen auch die Möglichkeit geben, in dieser Form von Schutzraum, die das Papier lustigerweise bietet, über die Stränge zu schlagen und im Nachhinein dann zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert und welche Logiken greifen auch und wie schnell passiert das, was man sonst eigentlich sagt, ja, das machen irgendwie nur die anderen. Hier nochmal so ein kurzer Einblick da drin. So sieht es zum Beispiel auf dem Zeltlager aus, war uns irgendwie auch sehr wichtig bei der Materialentwicklung, dass das Ganze wirklich ohne Strom auch funktioniert. Und da entsteht dann irgendwie ein neuer Diskurs daraus, der eine Trainingsform ist, wie positioniere ich mich überhaupt in diesem Feld von gesellschaftlicher Relevanz und meinem Glauben so da drin, wo viele Leute sagen, ah, ihnen fehlt die Sprachfähigkeit dazu. Und ich glaube, wenn diese diskriminierenden Sachen mit christlicher Begründung formuliert werden, dann können unsere Antworten halt aus einer christlichen Perspektive auch eine ganz andere Wirkmacht da drin entwickeln. Und uns ist halt wichtig, dass es nicht die eine Antwort irgendwie auf Hate Speech und Reaktionen gibt. Es gibt nicht irgendwie das Universalangebot, sondern es gibt immer verschiedene Zustände, in denen wir uns selber befinden, in dem der Diskussionsraum sich befindet. Und es ist aber möglich, ihn zu gestalten. Als wesentliche Gestaltungsmerkmale würden wir sagen, es kann eine Diskussionskultur auch in Online-Kommunikation stattfinden, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es wird immer schwieriger. Wir waren da gefühlt mal weiter mit so der ganzen Forumsbewegung, als es für jedes Thema irgendwie so ein kleines Forum gab, in dem es eine Community gab, die sich über Ponyreiten, Segeln oder Minidisc ausgetauscht hat. Und auch da gab es irgendwelche Leute, die über die Stränge geschlagen haben, aber auch da gab es Communities, die sich dem Ganzen angenommen haben. Eine Sache, die in dem Workshop meistens von selber rauskommt, sonst spielen wir diese rein, ist die Frage nach stillen Leserinnen. Die Leute denken nämlich, das Kommunikationsgeschehen findet zwischen den lauten Hatern und vielleicht noch der betroffenen Person und irgendwie mir statt. Aber das Besondere an Social-Media-Kommunikation ist, dass das durch die Timelines von den Leuten fließt und wir wissen nicht genau, wie viele, es mag 75-95% sein, der Beteiligten in der Kommunikation sind stille Leserinnen, also Leute, die das einfach nur lesen, ohne darauf zu antworten. Und wenn ich für diese Leute schreibe, dann schreibe ich ganz anders, als wenn ich sage, ich will den Typen jetzt unbedingt überzeugen, obwohl der irgendwie auch voll gefestigt ist von seiner Meinung. Und es ist halt wichtig, diese Illusion von Mehrheit aufzubrechen, wo irgendwie ganz viele Leute ganz laut sind und man sich dann selber fragt, ah, sind es jetzt irgendwie nur so ein paar Leute oder ist es die Gesamtgesellschaft? Ich weiß gerade auch nicht.
Und ich finde, das Nette an dem Format, das wir entwickelt haben, ist, dass es auch kippt in so eine andere Mehrheitsillusion. Ja, das ist alles gar kein Problem, und dass man darüber ins Gespräch kommt, wie funktioniert eigentlich das Abbilden von Meinungsvielfalt, was müssen wir eigentlich aushalten und was heißt es, in einer Demokratie zu leben, wo eben gerade auch sehr viel auszuhalten, zu tolerieren ist, und wo sind eigentlich unsere roten Linien da drin und wie geht es, Solidarität zu zeigen. Ja, super. Vielen Dank erstmal. Also es war jetzt da wirklich ein sehr, sehr umfangreicher Input, also komplette Workshop-Konzept. Aber zumindest ich habe das jetzt gar nicht mal so nur so als Workshop gesehen, sondern da ist auch sehr viel, was ich als Einzelperson jetzt einfach auch daraus ziehen kann, um mir überhaupt mit diesem Phänomen Hate Speech erstmal bewusst zu werden und auch für mich eine Strategie zu entwickeln, wie ich darauf reagieren kann. Ich glaube, klar ist für mich auf jeden Fall eins geworden, man muss das üben. Also das geht nicht eben so aus der Hand, sondern man muss da schon irgendwie, ich sag mal, ja, drüber nachdenken, nach einer Strategie gucken und das vielleicht auch mal mit anderen Leuten besprechen und üben. Ich gebe gerne mal das Wort auch an die Runde weiter. Gibt es denn bislang Fragen, Ergänzungen oder Anmerkungen, Rückmeldungen? Dann ist jetzt nochmal ein sehr guter Zeitpunkt, gerne per Chat oder per Mikrofon. Ah. So, Ralf, ja, hallo. Ja, genau. Also, ich grüße dich ganz herzlich, Tobias. Also ich hatte immer dieses Thema gehabt, Facebook in der Gemeinde, wo ich vorher gearbeitet habe, und die meisten Mitarbeiter waren also homosexuell, ich sag's mal so, wie es ist. Und ich war eigentlich so in der Minderheit. Und wir haben also immer einen sehr starken Facebook-Auftritt gehabt, und das hieß natürlich, dass da auch alles stattgefunden hat. Also dieses Gemeindeleben wurde da ein gutes Stück abgebildet mit vielen, vielen Kommentaren. Und für mich war es ja immer so, dass man überlegen muss, also auf der einen Seite bin ich eine Privatperson, aber auf der anderen Seite habe ich da natürlich ein öffentliches Amt. Ja? Wenn ich da als Pädagoge arbeite für drei Kirchengemeinden, muss ich mal genau überlegen, wie ich denn antworte und was ich antworte. Zum Beispiel auf AfD-Kommentare habe ich gar nichts mehr gegeben. Ja? Die habe ich einfach so stehen gelassen. Hm. Manche Sachen, die mir dann nochmal sehr nahe gingen, habe ich dann nochmal sehr distanziert geantwortet. Aber ich musste immer dran denken, ja, ich stehe ja in der Öffentlichkeit. Ich habe viele Gruppen, die ich zu betreuen habe. Und da muss ich mal schauen, ja, wie antworte ich am besten, wie komme ich da wieder gut raus, aber trotzdem, dass ich meine Position klar zeige. Das ist immer so eine Distanzgeschichte gewesen, die ich ja nicht ganz einfach fand. Okay. Genau. Ja, Timo, gerade was so Stichwort AfD anbetrifft, gibt es ja so verschiedene Strategien. Die einen sagen, ja, wir diskutieren nicht genug mit denen, die brauchen eine Plattform, sie sind Teil der Demokratie. Andere sagen, nein, das ist, die gehören vor die Tür und gar nicht mehr mit reingelassen. Mhm. Wo ist deine Position in dieser Debatte? Also am liebsten ist es mir, sich von irgendwie den Formalismus AfD und Parteizugehörigkeit so ein bisschen zu trennen und zu sagen, irgendwie das Problem von konservativen bis reaktionären Einstellungen, das geht nicht erst bei der Parteigrenze los, vor allem auch. Ich muss irgendwie das kritische Gespräch irgendwie auch mit meinen eigenen Reihen irgendwie suchen. Ich finde es schwierig, offizielle Vertreterinnen irgendwie zu rufieren von der Partei, von der ich sagen würde, die ist auf jeden Fall auf der rechtsextremen Seite, und würde das aber inhaltlich irgendwie klar machen. Als konkrete Fahrperson vor Ort oder wie auch immer Person hat man aber auch dann wiederum seelsorgerliche Verantwortung darüber. Bei der Frage, wie man irgendwie institutionell damit umgehen kann, würde ich kurz noch auf den Helpdesk von den neuen deutschen Medienmacherinnen verweisen. Da geht es nämlich gerade um mögliche Umgangsformen, sehr präzise gemacht. Also das zum einen, irgendwie bin ich vorher in der Vorbereitung, bin ich jetzt mittendrin oder bin ich in der Nachbereitung? Und wenn man jetzt mittendrin ist, dann findet man hier sowas wie 10 goldene Regeln zum Umgang mit Hate Speech. Und da stehen dann eben gerade solche Sachen drin, wie die schweigende Mehrheit mit adressieren, Lob verteilen für die Leute, die die eigene Meinung unterstützen, aber auch irgendwie die Frage, wo kann man eigentlich zuhören und wo nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine tolle Seite, wer irgendwie vielleicht auch in der Akutsituation sich mal durchklicken will.
ist von den neuen deutschen Medienmacherinnen, die auch das No Hate Speech Movement mit betreiben. Und der Link ist auch dann in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich packe ihn jetzt in den Chat nochmal. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis, wenn man für sich selber auch nochmal Strategien oder auch mögliche Antworten einfach auch nochmal erforschen möchte und dann die mal durchzugehen. Ich habe aber in der Tat noch eine Frage, Timo. Und zwar, als du vorhin erzählt hast über Hate Speech und die Motivation, warum die Leute online eben Hassreden üben, war ein Punkt die eigene Aufwertung durch die Abwertung der anderen. Ja, da gibt es ja ein vergleichbares oder sehr erfolgreiches Fernsehformat, nämlich das der Scripted Reality, also diese ganzen Shows, die tagsüber im Privatfernsehen laufen, wo man auch, ich sag mal, als arbeitsloser Mensch, dem es wirklich sehr, sehr schlecht geht, im Fernsehen nur noch Leute sieht, denen es noch schlechter geht und die sich noch blöder anstellen, wo man sich dann darüber freut. Und diese Fernsehformate, die sind ja unheimlich erfolgreich. Also die bestimmen ja mittlerweile fast 80% des Tagesbedarfs oder der Tagesabdeckung von privaten Fernsehformaten oder Fernsehsendern. Haben wir irgendwie als Gesellschaft eine Neigung dazu, uns, aufzuwerten, indem wir auf die Defizite der anderen schauen? Das ist eine gute Frage, Tobias. Und eigentlich ist es auch gar nicht als Frage formuliert worden. Es ist erstmal eine Beobachtung und ich hätte jetzt gerne die Bestätigung. Ich glaube, dass es Mechanismen gibt, die wir eben gerade alle verinnerlicht haben, auch ohne das zu merken oft. Und die funktionieren auf allen möglichen Medien. Die funktionieren im Fernseher und in Social Media und die funktionieren vielleicht irgendwie in der Familienfeier genauso. Ich glaube, dass es solche Mechanismen gibt, wie auf andere nach unten zu treten, um irgendwie noch höher zu kommen, etc. Und wir das adressieren müssen. Weil, ich meine, unter dem Gesichtspunkt ist das ja natürlich auch eine spannende Herausforderung an die Bildungsarbeit, eben auch an dem Selbstwertgefühl eben jener zu arbeiten, die sich eben zur Aufgabe gemacht haben, sich immer über andere auch zu stellen. Also ich finde, man muss ja nicht nur gucken, wie kann ich jetzt auch reagieren auf Hate Speech, auf Aktionen, die jetzt vor mir stattfinden, sondern vielleicht schaffen wir es ja auch in unserem Bildungssystem präventiv einfach zu gucken, wie können wir arbeiten, dass die Leute eben nicht mehr so reagieren müssen. Nur so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Definitiv. Und unser grundsätzlicher Ansatz ist halt auch zu versuchen, mehr oder auch noch was anderes zu sein als reine Gegenrede. Also wir wollen nicht nur irgendwie sagen, irgendwie das sind jetzt unsere Glückstrolle, die irgendwie ganz viel irgendwie dem entgegenhalten oder so, sondern uns geht es gerade um die Frage von politischer Wirksamkeit, von Selbstwirksamkeitserfahrung, die eben gerade darin hoffentlich ausprobiert werden kann in den Formaten, die wir entwickeln, um halt eine eigene christliche Sprachfähigkeit irgendwie auch zu entwickeln, unabhängig von irgendwie, man muss irgendwie antworten, sondern ich bin auch selber in der Lage, über mich, meinen Glauben und die Implikationen für die Gesellschaft irgendwie Zeugnis abzulegen, darüber zu sprechen, sei es nun digital oder in der kohlenstofflichen Welt. Das ist und bleibt irgendwie die zentrale Aufgabe der politischen Bildung und das hoffentlich irgendwie nicht nur für die es eh schon haben, sondern auch die dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit irgendwie noch nicht so stark haben. Hella, hast du noch eine Frage? Ja, im Prinzip, wie habt ihr Beispiele dafür finden können, wo ihr wirklich dann in einen christlichen Dialog gekommen seid oder wo ihr dann sagen konntet, da haben wir dann wirklich auch christliche Hoffnung transportieren können in solchen Dialogen? Oder ist es doch in der ersten Linie immer noch Abwehr oder sich zeigen im Sinne von Aufstehen gegen etwas? Diese Gegenwelt, kann man die transportieren? Wie gesagt, wir sind ja nicht die Reaktionsmaschine. Also wir sind den ganzen Tag da und haben deshalb auch gar nicht so dieses umfassende Erfahrungsspektrum, dass ich jetzt genau sagen könnte, dass alles wirkt irgendwie so. Aber was wir mit den Leuten in unserer Arbeit merken, gerade die Frage nach christlicher Bildkultur,
ist für viele irgendwie schon relativ überwältigend irgendwie, dass sie so sind, das wirft irgendwie ganz neue Fragen auf das, was ich irgendwie glaube und gibt ihnen eine neue Sprache. Wir haben hier von Daniel Arzola, ist ein venezuelanischer Künstler, irgendwie diese Bilder da drin, die er freigegeben hat, die irgendwie, es gibt Geschichten, die haben zwei Väter und das ist ein Bild von Gott Vater, würde ich so sagen. Und Josef, ist sehr interessant, die Teilnehmenden zu fragen, was, wen sie alles in dem Bild sehen und dem Jesusbaby oder so. Und die fragen nach, wie kann ich meinen Glauben überhaupt irgendwie Ausdruck verleihen und die Geschichten irgendwie auch noch neue Facetten da drin zu erkennen. Oder ich persönlich bin ja ein riesiger Fan von Kelly Latimore, ist ein US-amerikanischer Ikonenkünstler, der die klassische Rublev-Ikone hier als Trinität sehr weiblich und mit einem verschiedenen Race-Background irgendwie gezeichnet. Und für mich sind das Formen, über meinen Glauben irgendwie auch anders nachzudenken. Und das ist das, was wir auch von den Teilnehmenden aus unseren Formaten hören und die Frage nach der Vermittlung da drin. Und das ist jetzt primär losgelöst von dieser, wie überzeuge ich wen, Frage und kriege das irgendwie, weil die Christenheit besteht mehr aus irgendwie den einen Lauten da und den anderen Lauten da, sondern sie ist irgendwie so ein ganz großes Gemenge. Und ich glaube, dass wir schon an vielen Stellen noch mehr Farbe und Aspekte vertragen könnten, um dieses Gemenge irgendwie zu betrachten. Also ich meinte das jetzt auch nicht als so eine Überzeugungsmaschine, sondern ich meinte das als hinterlegte Tonalität, die da drin ist. Und das finde ich ganz spannend mit den Bildern. Da hatten wir nämlich heute hier auch nochmal drüber gesprochen, dass solche Bildwelten eben was transportieren können. Ob das jetzt Comic ist oder GIF oder was auch immer oder Meme. Hast du hier für Menschen, ich sage jetzt mal, die sich sehr stark an dem Thema Hate Speech auch stören, wenige kurze, knappe, hilfreiche Tipps zum Aufbau der eigenen Zivilcourage? Also es ist ja immer schwierig, aber ich meine, die Leute, die ja hierher kommen, die stören sich ja an diesem Thema und vielleicht, die wollen vielleicht auch irgendwas machen. Vielleicht traut man sich nicht, weil man Angst hat, überrollt zu werden von den Reaktionen, von dem verbalen Gewitter, was auf einen runterkommt. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Es gibt zwei tolle Sachen, auf die ich noch verweisen würde. Das eine ist die Initiative Lovestorm. Ich habe den Link in den Chat gepostet. Das ist eine Initiative, die kommt eben gerade auch aus dem Wendland, aus der klassischen Konfliktbewältigungsstrategie. Und die haben diese Seite, die eine Lern- und Aktionsplattform ist. Da werden Aktionen drin gemeldet, aber da kann man vor allem auch mit Teams Trainings machen, indem man in so Gruppengesprächen oder Gruppensimulationen, in Chat-Simulationen eben gerade in die verschiedenen Rollen von Hate Speech, also auch in die Rolle des Verbreitenden irgendwie schlüpfen kann, um dort gemeinsam das auszuprobieren, wie das geht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich will eigentlich, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie so unfassbar unsicher da drin. Da sei Love-Storm irgendwie sehr empfohlen. Da kann man sich registrieren umsonst und da mindestens ein Training auch umsonst mitmachen. Und es gibt immer wieder freie Trainings. Man kann sich das auch für die eigene Organisation einkaufen für einen relativ geringen Preis, glaube ich. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Sind auf jeden Fall sehr tolle Leute und eine sehr tolle Plattform. Und das andere, der Klassiker, der vielen bestimmt auch schon bekannt ist, aber ich will ihn trotzdem nicht verschweigen, ist die größte Community, die wir in Deutschland zum Thema Gegenrede, Auseinandersetzung mit Hate Speech haben. Das ist der Hashtag Ich bin hier. Das ist eine Gruppe auf Facebook, die mittlerweile über 45.000 Mitglieder hat. Und da sind nicht alle 45.000 von aktiv, meistens die neu dazugekommen. Und da gibt es irgendwie abends irgendwie so einen geselligen Ausklang, nachdem die Leute aber halt den Tag über zusammengekommen sind. Da wird dann so eine Aktion gepostet und man tut sich dort im Regelfall zusammen, um auf Nachrichtenseiten zu gehen, wo das Gefühl da ist, das kippt das irgendwie gerade sehr stark.
Und die ist hier, glaube ich, gerade auch noch halbwegs am Laufen. Nee, vorne lief sie noch. Dort wird halt gesagt, okay, lass da mal reingehen und versuchen irgendwie auch die Kommentare zu nutzen, um auch das Gespräch zu suchen. Und da wird sich halt tatsächlich hier auch im Hintergrund connected und gesagt, okay, ich habe hier jetzt mal so einen Kommentar auf der obersten Ebene gepostet, so einen Top-Level-Kommentar, der direkt unter dem Beitrag ist. Und hier ist der Link und da könnt ihr irgendwie auch mal gefällt mir klicken, weil das Absurde an diesen Facebook-Mechanismen sind ja, dass es komplett durchautomatisiert ist und man auch Einfluss auf die Kommentare nehmen kann. Und wenn jetzt hier irgendwie zu dem Thema Bürgerwehr, hat sie irgendwie so einen sachlichen Kommentar gepostet, sehe ich einmal eine Bürgerwehr, rufe ich die Polizei, wie man das auch noch toll findet, dass sich hier Menschen über Gesetze stellen, das ist doch sowas von kurzsichtig, weil da ist es sehr stark eskaliert, wie irgendwie auch die heute Community da gesagt hat. Und das ist irgendwie so ein Beispiel von digitaler Zivilgesellschaft, wo tatsächlich auch sowas wie ein Vereinsleben primär online entstanden ist. Mittlerweile haben die auch einen Verein ausgegründet, um ihre Bildungsarbeit irgendwie weiter in die Welt hinauszutragen. Aber das ist eine tolle Plattform, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch darüber, was und wie man irgendwie dort geantwortet hat, weil es nicht nur das reine Schreiben ist, sondern auch das Gemeinschaftsleben in der Facebook-Gruppe. Okay, und ansonsten denke ich, wenn man irgendwie in dieser Kommentarfunktion oder in dieser Gewalt dieser Kommentare auch drin ist, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, also von der persönlichen Ebene, von der Gefühlsebene erstmal runterzugehen, so als Tipp für den, also jetzt nicht Institution, sondern für den einzelnen Menschen, sondern eben auf der Sachebene auch zu bleiben, andere unterstützen. Und ich glaube, das sind auch schon mal Schritte, die jeder dann auch schon mal machen kann. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie so ein Sprichwort, wenn es dann irgendwie, wenn man zu sehr persönlich betroffen ist, dann doch lieber nochmal einen Tag mit der Antwort zu warten, bevor man dann auf die gleiche Ebene dann eigentlich antwortet, wie die, die man eigentlich kritisiert. Ja, super. Ich gebe jetzt gerne nochmal eine Runde in die Zuhörerschaft. Es sind ja auch einige jetzt hier ohne Kamera mit dabei, die jetzt nochmal die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, Rückmeldung zu geben. Wie gesagt, auch gern über den Chat. Die Nicole, die verabschiedet sich schon. Vielen Dank und gute Nacht an deinen Sohn, den du jetzt ins Bett bringst. Schön, dass du dabei warst. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche? Der David Rödler ist leider zu spät gekommen, aber genau dafür gibt es ja die Aufzeichnung, David. Genau. Ja, scheint erstmal nicht so zu sein, dass jetzt noch Nachfragen da sind. Würde ich sagen, wir sind jetzt in der guten Stunde rum. Und dir, Timo, herzlichen Dank für deinen Input und für diesen kompetenten Einblick in deine Arbeit. Eine sehr wichtige Arbeit. Und auch danke, dass du die ganzen Links in dem Etherpad nochmal zusammengestellt hast. Werde ich noch alles in die Videobeschreibung mit reinnehmen. Dann wünsche ich euch allen einfach auch nochmal einen schönen Abend, auch eine gute Nacht. Ich hoffe, wir konnten jetzt auch nochmal ein paar interessante Inputs für diesen Abend jetzt auch nochmal bringen. Und wir freuen uns auch nächste Woche auf die nächsten Webinare unter smartphone-entdecken.de. Sind soweit auch alle aufgelistet. In dem Sinne, noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.